Willkommen zurück zu unserem Durchgang mit Herzog Heinrich von Tirol. Ein schönes Stückchen Land haben wir uns mittlerweile erstellt. Das Herzogtum Tirol ist groß und mächtig und prächtig. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiterverfahren werden. In der letzten Folge gab es ja überhaupt keinen Krieg. Ganz unverständlich für uns als alten Kriegstreiber. Deswegen gucken wir heute mal, ob wir uns das ein oder andere Stückchen Land noch unter den Nagel reißen können. Wir sind ja schließlich auf dem Weg, ein Königreich zu gründen. Wahrscheinlich das Königreich Bayern, das hier am nächsten liegt, denke ich mal. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, war Kärnten ein Ziel, das wir uns noch angeschaut haben in der letzten Folge. Ist schon wieder ein bisschen her. 1914 hat der Hermann. Wir haben aktuell 2450. Allerdings hat er zwei Verbündete. Uiuiui, 1400. 2100 ist schon eine Hausnummer. Können wir wahrscheinlich nicht stemmen. Wir haben auch kein Geld, um noch Söldner zu kaufen. Wenn der die beiden ruft, habe ich denn selbst Verbündete? Wir haben unseren Sohn und wir haben Graf Friedrich von Ravensburg mit 600 Einheiten. Aber selbst das, er hat auch noch eine schlechte Meinung. Wahrscheinlich kommt er gar nicht mit in den Krieg. Ah. Na gut, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Wir haben aktuell Söldner und die laufen in 15 Monaten ab. Das ist halt so Verschwendung, wenn wir die einfach nicht einsetzen. Habe ich denn gar keinen Anspruch mehr? Ich habe nur noch den Anspruch auf das Herzogtum Kärnten. Und wenn wir jetzt dich nochmal ein bisschen um die Ecke schaffen, ein bisschen ist gut gesagt, dann würde sein Sohn, der Ruprecht, an die Macht kommen. Es ist der einzige Sohn. Das heißt, er würde alles ernten, aber dann wären wahrscheinlich diese Bündnisse weg. Dann hätte er aber immer noch 1900. Und wenn wir unsere 800 verlieren, sind wir ihm trotzdem noch unterlegen. Ja, wir gucken mal. Wir werden mal einen Komplott schmieden. Das dauert jetzt 12 Monate. Unsere Söldner sind dann natürlich weg, aber vielleicht hat er gar nicht mehr so viele Einheiten dann. Wir werden das mal beobachten. Wir werden einen weiteren Menschen um die Ecke bringen lassen. Dafür sind wir mittlerweile ja berühmt und berüchtigt. Ich glaube, mittlerweile ist ja unser Tun ist ja schon bekannt geworden, oder? Graf Timo, Herzog Otto der Zweite, Herzog Heinrich auch noch. Alle ermordet, meine Güte. Na gut. Moment, Herzogin Hildegard, unsere Gattin, hat Theodorata ermordet? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wurde während der Jagd? Ach so, doch, das war dieses Event, als wir sie entdeckt haben quasi. Ach, schön, dass das auch ein wirklicher Charakter war dann und nicht einfach nur dieses Event, das ausgeführt wurde. Okay, na gut. Also wir sind eigentlich beide füreinander geschaffen, habe ich das Gefühl. Also Herzog Heinrich und seine Ehefrau, die Hildegard. Das ist wie, keine Ahnung, sie sind irgendwie seelenverwandt, habe ich das Gefühl. Da haben sich wirklich zwei gefunden, zu Recht möchte ich anmerken. Und die werden auch bis an ihr Lebensende zusammenbleiben. Wie Pech und Schwefel. Hatten wir nicht noch einen Anspruch auf Schwaben? Da war noch etwas mit unserer Ehefrau, aber den Herzogtumsanspruch bekommen wir erst, wenn die Ehefrau stirbt. Das heißt, wir können uns hier wahrscheinlich nur dieses de jure Teil holen. Genau. Die Grafschaft von Ravensburg könnte man sich holen. Er hat... Uiuiuiuiui. Meine Güte, dass die alle so stark sind. 1600. Wir können ja mittlerweile zwei machen, oder? Zwei feindselige Komplotte. Alter, was? Erste Aufnahme seit ein paar Tagen, Aufnahmepause. Und es geht schon los mit zwei feindseligen Mordkomplotten. Was zum Henker stimmt nicht mit dir, Herzog Heinrich von Tirol? Und ja, ich schiebe natürlich absichtlich den schwarzen Peter an den Heinrich und nicht an mich. So, Gewichtsabnahme einstellen. Sind wir denn noch fettleibig? Ich dachte, das wäre... Nee, wir nehmen immer noch ab. Dachte, das wäre eigentlich schon längst weg. Aber wir nehmen noch ab, das ist okay. Wir sind aktuell 48 Jahre alt. Dann nehme ich die Pause mal raus. Wir können ja ein bisschen Geld ansammeln in der Zwischenzeit. Und werden mal schauen, ob wir noch
das ein oder andere Kriegsvolk uns holen oder ob wir endlich mal anfangen, hier unsere Provinz auszubauen. Das hier ist noch viel zu teuer. Fürstengebäude, Sondergebäude und so ein normales Gebäude. 157, auch schon sehr teuer dann. Ein geheimer Tunnel. Mein Agent Prospero kommt mit einem Stapel Pergamente in den Händen zu mir. Ich habe alte Baupläne vom Anwesen vom Herzog gefunden. Sie sind vielleicht ein wenig veraltet, aber schaut hier. Also in Kärnten ist das hier. Mord erhält einen Fortschritt. Oder ihr erhaltet 10 Jahre lang versteckte Ecken und Winkel. Widerstand für feindselige Komplotte. Nee, wir wollen natürlich den Fortschritt fördern. 10 Monate, 9 Monate, 11 Monate wieder. Da bin ich mal gespannt. So, unser Lehnsherr, Kaiser Heinrich IV., der gar keine so schlechte Meinung von uns hat. Wieso heißt der der Kahle? Das ist eine Lüge. Er wird verspottet, weil er keine Haare hat. Ich sehe, also entweder hat er eine Perücke auf oder die Haare, die kamen bereits mit der Krone geliefert dann. Der hat ja annähernd die gleichen Haare wie wir. Das ist offenbar momentan Mode. Sehr schön. So, wenn die Zeit reif ist, brauchen die Agenten einen Fluchtweg. Ja, wir werden wieder selbst das Gelände erkunden. Und unser Kaiser hat ein neues Gesetz erlassen hier, die hohe Lehnsautorität. Mehr Vasallensteuern, mehr Aufgebote. Das wäre mal die Frage, ob wir hier nicht auch... Nee, können wir leider nicht. Wir brauchen dafür eine neue Kulturinnovation, königliches Vorrecht. Na gut. So, Fraktion würde gleich mal geschaffen gegen den Kaiser Heinrich, weil er hier so Quatsch macht. Dann lassen wir das noch ein bisschen laufen und schauen mal, was jetzt aus diesen beiden Mordkomplotten dann wird. Bin mir sicher, wir sind ja mittlerweile eh schon gebrandmarkt als Mörder. Wie schlimm kann es noch kommen, oder? Es war nicht, was Wolfgang erwartet hatte, als er geheime Unterhaltungen belauschte, doch es schadet nicht, jetzt die Ursprünge von Konstanze zu kennen. Von wem? Ah, die Tochter von Hermann von Kärnten. Eine umstrittene Abstammung. Aha, das ist gar nicht seine Tochter. Aha, aha, aha. Guck an, guck an. Sodom und Gomorra ist hier. Ach, guck mal an. Hier oben ist Zupften. Schön zweigeteilt. Ich habe übrigens beschlossen, wir werden einen Zupften-Durchgang irgendwann mal starten. Entweder im Livestream oder nochmal als separates Let's Play. Der Name ist einfach zu gut, als dass ich mir hier diesen Durchgang entgegenlasse. Hofannehmlichkeit, Einstellung, ansehnliche Mode ist ungültig geworden und wurde durch Mode des letzten Jahrhunderts ersetzt. Okay. Beim König wahrscheinlich. Beim Kaiser. So, 5 Monate noch. Sie wehren sich mit Händen und Füßen, habe ich das Gefühl. Hier auch wieder. Beim Khan, Moldawien. So, der Söldnertrupp läuft ab. Okay. Wir bekommen 110 Steuern. Ach, das hat er gut gemacht. Der Graf Reinhard von Alpsee. Guter Mann, guter Mann. 110 Steuern können wir sehr, sehr gut gebrauchen. So, dann gucken wir mal hier rein. Eure Bekanntschaft Hartwig von Zuarin ist anfällig für ein Druckmittel, das bald ausläuft. Hartwig, der Teufel von Zuarin. Ein Hofarzt. Kann man denn mit dir noch was machen? Das Druckmittel läuft aus. Das Einzige, was man machen könnte, wieso zuckelt das denn hier so, ist an den Hof einladen. Aber den alten Mann will ich jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr am Hof haben. Das lohnt sich nicht. So, der Wolf von Wolfratshausen braucht einen Nachfolger. Wir werden jemanden suchen. Wir haben ganz gut Prestige aktuell. Dann der Budai hält immer noch 17 Jahre und hier wird immer noch angezeigt, dass er niedrige Haltbarkeit hat. Innsbruck fehlt uns noch Gemeindekontrolle. Unser aktueller Ratsmarschall ist momentan schon unterwegs für die Kontrolle und zwar hier oben in Kempten. Ah, es dauert. Das dauert sehr lange. 17 Punkte gerade mal. So, da ist es ausgelaufen, das Druckmittel. Und gilt es dann 2 Monate. Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Eine geheime Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall, Bürgermeister Kaspar, soll eine außereheliche Affäre haben. Okay. Solange meine Ehefrau keine Affäre hat, ist alles gut.
So. Angesichts der jüngsten Bauernaufstände in Klagenfurt hat einer meiner Agenten einen sehr besonderen Vorschlag gemacht, wie man Herzog Hermann loswerden könnte. Sehr schön. Wir könnten da einfach den Aufstand produzieren. 91% hört sich vielversprechend an. Und ein Essen zum Sterben bei Herzog Rudolf von Schwaben. Gleichzeitig werden diese Komplotte ausgeführt. Da wird keiner uns verdächtigen. Oh, es sind nur noch 72%. Da wird uns keiner verdächtigen, dass wir das gleichzeitig machen können. So, wir, jetzt bekomme ich hier ernsthaft 15 Anspannung, weil ich unersättlich bin und weil dieses Event mit Essen zu tun hat. Was denn da los? So, das Gift hat gewirkt. Herzog Rudolf ist Geschichte und niemand hat uns verraten. Ja, super. Also, einer weg und der Herzog Hermann ist auch noch tot. Er wurde erschlagen und niedergetrampelt von seinen eigenen Untertanen. Uiuiuiui. Die wütenden Bauern drehten durch, als sie ihren Lehnsherrn durch die Straßen reiten sahen, und sie zerrten ihn und mehrere seiner Ritter von den Pferden, um sie zu Tode zu bringen. Ach du meine Güte. Heieieiei. Na gut, zahlreiche Bauern wurden gehängt, unter ihnen auch meine Agitatoren. Und niemand kann es zu uns zurückverfolgen. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal rein, wie sie aussieht in Kärnten. Also, Kärnten hat immer noch 1300. Allerdings hat er immer noch ein Bündnis hier mit Nordgau. Wieso? Das Bündnis ist übergegangen durch die Heirat von Herzog Ruprecht von Kärnten und der Ingeltrude. Weil die beiden geheiratet haben. Die Ingeltrude ist noch mit dabei. Ansonsten hätte er nur 1300. Also wäre da gar nicht mehr so viel mit dabei. Na gut, nur mal zum Testen. 52%. Komm, wir machen das mal. Ach Gott, ich glaube, ich habe noch in keinem Durchgang in so kurzer Zeit so viele Charaktere ermordet. So, und hier vorne ist jetzt Herzog Berthold von Schwaben, der auch nochmal ein Bündnis hat. 1700. Holland hat er jetzt hier oben. Bis Holland hier unten ankommt, könnte man meinen, da passiert nicht mehr viel. Unsere Söldner sind jetzt gleich weg, oder? In 4 Monaten. 1300, 1700. Ich habe halt dann selber nur noch 1700 oder so. Dann wird schon knapp. Aber das wäre jetzt, also entweder wir machen bei ihm auch nochmal einen Mordkomplott, dann wäre der nächste Erbe der Georg. Weil dieses Bündnis auch wieder durch die Heirat zustande kam. Wie sieht's aus bei dir? Aber dann sind halt meine Söldner sicher weg. Dann sind die Söldner halt sicher weg. Und das heißt, jetzt hätten wir wenigstens noch 4 Monate, um die 1300 gut zu verprügeln. Aber selbst dann kommen halt die 1700 und dann habe ich keine Truppen mehr. Wir machen nochmal einen Komplott. Wie der Vater, so der Sohn, werden jetzt beide nochmal ermordet. Wir müssen jetzt nur gucken. Oh, doch, jetzt haben sich hier Agenten angeschlossen. Beide hier annähernd bei 95. Ja, jetzt beide bei 95%. Und nochmal 10 Monate. Ach, du meine Güte. Wir müssen aktuell nicht unterstützen. Wir können weiterhin Komplotte stören. Das passt schon bei uns jetzt. So, unser Graf Timo wird erst heiraten, wenn er dann an die Macht kommt, wahrscheinlich. Es sei denn, wir leben noch ganz lange. Und Déjà-vu, wir haben nochmal 2 Mordkomplotte jetzt am Laufen. Und werden das beobachten, was hier passiert. Oh, eine gefährliche Fraktion. Ach, jetzt kommt in 12 Monaten noch ein Bauernpöbel raus. Das passt mir ja momentan zeitlich gar nicht so. In Kempten sind sie unzufrieden. Wir versuchen aktuell in Kempten die Kontrolle zu stärken. Die Volksmeinung ist schlecht. Schultheise. 1089. Das dauert noch bis Juli. Vielleicht, wenn das hier rausfällt. Wenn die zwei Sachen im Juli rausfallen. Vielleicht hat der Bauernpöbel dann doch keine Lust mehr rauszukommen. Und ein Auszeichnungsnachfolger wurde gefunden. Er hat eine schlechte Meinung von uns, weil er natürlich sofort weiß, dass wir Mörder sind. Das hat sich gleich mal herumgesprochen. Er ist ein dummer, zäher Organisator, Logistiker, Soldat. So richtig toll ist der jetzt nicht, ne? Aber wir nehmen, was wir kriegen können.
Wir brauchen Soldaten. So, Anspruch, fallen gelassener Anspruch auf das Fürstbistum von Salzburg. Das ist die Grafschaft, ganz normal. Lohnt sich nicht, das zu machen. Ich bin mir ehrlicherweise auch gar nicht sicher, ob wir überhaupt einen Anspruch auf dieses Fürsterzbistum bekommen. Weil es ja ein Fürsterzbistum ist. Keine Ahnung, ob das nur mit Herzogtümern funktioniert. Die Söldner sind weg. 1600 habe ich noch. Wir könnten jetzt das Geld nochmal auf den Kopf hauen. 241. Aber wir sparen uns das Geld und holen uns lieber noch Söldner, wenn Not am Mann ist. Wir werden erstmal die Situation jetzt beachten. Unserem Lehnsherrn wurde der Krieg erklärt. Hier oben ein paar mickrige Bauern, die den Aufstand proben. Das ist geschenkt für unseren ehrenwerten Kaiser und sollte für ihn kein Problem sein. Sie stellt sich auch noch bereitwillig neben seine Hauptprovinz hier, sodass sie gleich mal erobert werden können. Für alle Katholiken teilt Herzog Ruprecht von Kärnten mehr mit Gott und damit auch mit Augustin als mit den meisten anderen Sterblichen. Wenn ich doch nur den Bischof dazu bringen könnte, einige der Ängste und Pläne von Herzog Ruprecht an mich weiterzugeben. 80% für fromme Kontakte. Komplottstärke. Wir müssen momentan eigentlich gar nichts machen. Da ist mir die Prozentchance ein bisschen zu hoch, als dass wir hier irgendwas machen. Agent wurde nochmal aus dem Komplott entfernt. Das ging schnell. Lenz hat den Krieg gewonnen. So, und wir bekommen den letzten Vorzug im Ränkespiel bei Anstifter. Und zwar mehr Ränkespielpunkte und mehr Komplottstärke für feindselige Komplotte. 25 plus. Okay. Das heißt, wir sind hier erstmal gesichert, selbst wenn jetzt noch die ein oder anderen Agenten sich umentscheiden würden. Ich nehme an, Herzog Gebhard wäre höchst interessiert an meinem Wissen darüber, dass seine Nichte Konstanze in Wahrheit von Hartwig gezeugt wurde. Ja, ich glaube, das sollte egal sein. Oh, wir könnten aber nochmal Geld bekommen. 55. Oh, das machen wir. Sehr schön, das machen wir natürlich. 55% sind 100%. Der Lockruf meiner Geheimnisse war dann doch zu verführerisch und Herzog Gebhard nimmt mein Angebot an. Sehr gut. Perfekt. Wir haben ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante. Und wir können nochmal unseren Best Buddy anpumpen, Leute. 46 Meinungspunkte hat er noch von uns. Wir bekommen nochmal 111. Ach schön, mit den letzten 250 Frömmigkeitspunkte hauen wir uns nochmal ein bisschen Geld hier aufs Konto. So, als ich alle Vorbereitungen für das Ableben von Herzog Berthold treffe, unterbricht mich ein Page. Diese Mistkröte ist einfach ohne mein Zutun gestorben. Nun. Och du meine Güte. Ach du meine Güte, was ist hier los? Ei, der Arme. Jetzt ist er einfach vor unserem Event gestorben. An was? Er aß versehentlich eine giftige Pflanze. War das? Ist das ein Mordkomplott? Event oder ist das einfach nur ein Event, dass er irgendwas gegessen hat? Er war auch besessen. Na gut, das soll mir jetzt ehrlicherweise ganz recht sein. Dankeschön für das Geld, lieber Freund. Das soll mir jetzt ganz recht sein. Jetzt gucken wir mal hier rüber. Jetzt ist hier Herzog Georg von Schwaben an der Macht. Magere 4 Jahre ist er alt. Er ist auch noch krank. Er hat die Schuppenkrankheit. Und er hat nur noch 1090 Truppen, Leute. Das heißt, er ist ideal jetzt für uns als Ziel und auch noch auf Reise. Er ist ideal für uns als Ziel, sodass wir uns wenigstens mal Ravensburg holen können. Fast ein bisschen schade jetzt hier, dass wir nur Ravensburg bekommen. Aber so ist es halt mal. Ansonsten... Ja, Herzogin Hildegard hat einen Anspruch auf das Herzogtum von Schwaben, aber das hilft mir jetzt nichts, weil die Herzogin Hildegard kann ja nicht unser Vasall dann sein. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier für die Grafschaft von Regensburg entscheiden. Und ich kann... Bitte was? Aufgrund der Gesetze des Reichs kann ich diesen Krieg nicht ohne ein Druckmittel gegen meinen Dienstherrn erklären. Nein, jetzt hat der Lump. Ach, der Lump. Natürlich. Ach, jetzt hat er jetzt hier...
Vasallen können keinen Krieg gegen andere Vasallen führen, es sei denn, sie setzen ein Druckmittel gegen ihren Lehnsherrn ein. Uiuiui. Okay, das heißt, wir müssen uns mal kurz zusammensetzen mit unserem Lehnsherrn, den Kaiser Heinrich, und müssen hier mal ganz kurz beratschlagen, wie wir aus dieser misslichen Situation kommen. Wir brauchen das Kriegserklärungsrecht und dafür will er natürlich jetzt etwas haben. Die Frage ist, gebe ich ihm ein bisschen mehr Aufgebote oder ein bisschen mehr Steuern? Es betrifft auch offenbar nur dann die Meinung meiner Vasallen, wenn ich das richtig sehe, wenn wir das hier ändern. Ansonsten können wir hier nichts. Wir könnten eine Mark ausrufen. Da macht er aber gar nichts. Nachfolgerecht, Zwangsteilung. Der Vasall kann kein anderes Nachfolgerecht außer Erbteilung haben. Das wäre auch überhaupt kein Problem, ehrlicherweise. Kann es wirklich so einfach sein, weil wir als Nachfolge aktuell die Bundteilung haben? Da wäre ja sogar die Erbteilung noch besser, weil bei der Erbteilung ja keine entsprechenden Titel erstellt werden, neu. Und da wir nur einen Sohn haben, ist es auch kein Problem. Wir müssten dann nur mal später gucken, aber ich glaube, wir machen das. Das sollte doch... Wir müssen mal schauen, ob wir überhaupt dann diese Erbteilung bekommen oder ob es bei der Bundteilung bleibt, weil wir ja offiziell die Erbteilung noch nicht einsetzen können. Wir machen mal das Nachfolgerecht auf Zwangsteilung und Kriegserklärungsrecht gebilligt. Und da ist er auch dafür. So, wurde die Vasallenbande geändert. Und jetzt können wir auch wieder Krieg erklären. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz rein, wenn wir das nochmal öffnen. Hat sich auch nichts getan, ne? Also offenbar bleibt es jetzt erstmal bei der Bundteilung. Sollten wir irgendwann mal auf die Großteilung, auf die Primogenitur oder so gehen, dann würden wir theoretisch immer noch bei der Erbteilung bleiben müssen. Aber bis dahin sind wir ja bestimmt schon Kaiser. Da interessiert uns das Geschwätz von 1089 nicht mehr. Gut, die Zeit ist schon wieder rum. Ich habe leider weniger geschafft heute, wie ich dachte. Wir haben ein paar Leute getötet und haben ein bisschen intrigiert, aber leider keinen Krieg geführt. Den heben wir uns für die nächste Folge auf. Dann geht es nach Schwaben. Wir holen uns Ravensburg als kleine Grafschaft. Und dann schauen wir mal, wie das Komplott hier vorne in 4 Monaten ausgeht mit Herzog Ruprecht. Da kommt dann die Konstanze an die Macht. Und ich denke mal, hier drüben sollte es dann ähnlich sein, was die Truppen betrifft. Mal schauen, ob die gleich heiratet und sich wieder ein Bündnis schnappt oder ob wir dann auch hier Kärnten noch angreifen können.